des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Freue mich, dass wir heute wieder beisammen sind, die Heilige Messe zu feiern. Heute gibt es viele Anlässe. Der heilige Gedenktag der heiligen Hippolyt und Pontianus, Märtyrer und heilige Bett, ein heiliger Papst. Und die Diözese St. Pölten hat vom heiligen Hippolyt den Namen. Dann haben wir den Pater Jakob da, ein Märtyrer, der in der NS-Zeit für Christus, für sein Zeugnis für Christus mit dem Leben praktisch, mit dem Tod sein Lebenswerk vollendet hat. Und dann haben wir heute den heiligen Marco Damiano. Es war ein Busprediger aus Italien, der wundertätig war, der viele Kranke geheilt hatte und den es doch in erster Linie darum gegangen ist, die Menschen zur Umkehr zu führen. Und er war Vertrauter vieler Könige in Europa, so auch des habsburgischen Kaisers. Und als dann die Türken kamen und Wien umschlossen haben und er nicht gewusst hat, es war viel zu wenig Geld dafür ein Heer, 200.000 türkische Soldaten, der Sieg war ihnen gewiss und eine viel kleinere Anzahl von christlichen Soldaten sind gekommen und unter der Führerschaft von König Sobieski aus Polen haben dann die christlichen Heere die Türken in die Flucht geschlagen. Und der heilige Marco Damiano hat für sie gebetet. Einen ganzen Tag haben sie miteinander gebetet und vor allem auf die persönliche Umkehr geachtet. Er hat sinngemäß gesagt, wir haben den Tod verdient durch unsere Sünden. Aber wir bereuen unsere Sünden und seien uns gnädig. Wir sind bereit zur Umkehr. Aber hier in unserer großen Not schenke uns den Sieg. Man darf eines nicht vergessen, es war den anderen europäischen Königen bewusst, was es bedeutet, wenn Wien fehlt. Aber es war ihnen egal. Das christliche Europa war ihnen egal, weil ihnen wichtiger waren die Wirtschaftsbeziehungen in den islamischen Raum und weil sie dadurch das katholische Habsburgerreich zu Fall bringen konnten oder zumindest ordentlich schädigen konnten, namentlich der französische König. Und so ist es auch heute. Der Islam ist ein nützlicher Knecht derer, die antichristlich gesinnt sind, die das christliche Europa ausrotten wollen. Und seit vielen Jahren, Generationen, sind sie am Werk. Eigentlich seit der Französischen Revolution, aber auch hier in Österreich sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen auch heute am Fatimatag für unsere Heimat beten, damit es ein christliches Land wird. Und wenn es einmal entchristlich ist, zahlen wir alle einen hohen Preis. Nicht nur wegen dem Glauben, sondern vieles, was für uns mitmenschlich normal ist, wird mit der Entchristlichung unwiederbringlich verloren sein. So wollen wir ein christliches
Christi Herr, damit das Heil, das in Jesus uns geschenkt ist, für alle zugänglich ist. Und so beginnen wir mit der heiligen Marco D'Ariano, die gesagt hat, in der persönlichen Umkehr. Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Heilige und Heilige, und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Gott, du Vater allen Erbarmens, du hast den seligen Priester Markus zu einem außergewöhnlichen Bußprediger und zum Apostel der Einheit gemacht. Gewähre uns, dass wir auf seine Fürsprache und sein Beispiel hin, den Frieden, den Christus uns geschenkt hat, wirksam bewahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.